Was ist aus dem alten Hamster geworden? Den haben wir doch gestohlen, haben wir gerade zugegeben. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert dich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich. Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... ausspannen. Ich will ausspannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Okay, sind alle deine Hobbys interessant? Wie geht's dir so? Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbad, aber was du sagst, klingt besser. Okay. Was ist aus deinem alten Hamster was geworden? Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Okay, was für ein Geräusch? Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Sind alle deine Hobbys so interessant? Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Hoffentlich habe ich dich nicht allzu sehr aufgeregt. Tschüss. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Okay, wir können uns jetzt hier umsehen. Erstmal ist hier ein Computer. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Ja, und den könnten wir sogar benutzen. So, da sind wir wieder. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ich hatte ein Problem. Ich habe ja versucht, den Computer zu benutzen und bin dadurch in Maniac Mansion gelandet und bin nicht mehr rausgekommen. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal rausgeschnitten und wir machen einfach hier weiter. Also erstmal versuchen wir uns den Hamster zu krallen. Können wir auch ganz einfach. Hallo Hamster. Niedlicher kleiner Bursche. Ja, der ist niedlich. Gut. Und wir können uns Briefmarken anschauen. Pony-Express-Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber sie haben einen ideellen Wert für mich. So, wir brauchen eine Briefmarke auf jeden Fall, deswegen benutzen wir die Zaubertinte mit den Briefmarken. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer. Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... Autsch. ...negativen Gefühle tun. Ja, jetzt nehmen wir uns die Briefmarke hier. Eine 1778 Pony-Express-Briefmarke. Nicht unbedingt wertvoll, aber unbenutzt. Ja, die brauchen wir. Und sein Briefmarkenalbum können wir ihm zurückgeben. Also gib Briefmarkenalbum an Edison. Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl... Ja, danke. Der hat gerade mich gemeint. Also, ich bin ein perverser, sadistischer Puppenspieler. Das merke ich mir, Bernhard. Okay, wir haben Edisons Dachboden erreicht. Hier dürfte es, soweit ich weiß, erstmal nichts geben, außer eine Zelle mit einem Guckloch. Da scheint nichts Gefährliches drin zu sein. Öffnen wir. Gucken uns da drin um. Hier ist auch nichts so weit. Also das ist... Ja, es ist ein Bett. Es ist nicht ganz das Ritz. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Okay. Also pennen können wir nicht. Wir können das Fenster öffnen. Das ist schon auf. Sieht aber geschlossen aus. Ich sehe das Dach und die Weihnachtslichter. Okay, wir können aufs Dach steigen. So, sehr schön. Hier ist auf jeden Fall eine Kurbel, die müssen wir mitnehmen. Die brauchen wir nämlich. So. Ansonsten ist hier nur eine Fahnenstange und die Weihnachtslichter, die können wir auch nehmen, oder? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Nein, und ein Flaschenzug.
Wow, ein Flaschenzug. Durch die Kombination von flexiblen Materialien und einem Rad kann man einen mechanischen Kraftvorteil bekommen, durch Umlenkung der Bewegung und Kraft. Ja. Wie das kann ich nicht machen. Mitnehmen können wir ihn nicht, den brauchen wir aber später. Geschlossenes Fenster? Geschlossen. Öffne. Geht nicht, das klemmt. Okay, das klemmt. Also benutzen wir den Schornstein. Besser nicht. Oder gehen einfach in den Schornstein rein. So ist Laverne übrigens nach oben gekommen. So, hier haben wir Uso, den Clown. Den können wir uns anschauen. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Das kann ich mir vorstellen. Clowns sind gruselig und wir können ihn mal drücken. Ich hasse diesen Clown. Ja. So, wir können durch die Tür schauen. Wir können das Gitter öffnen, oder? Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Okay, mit der müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann mal was anstellen. Aber jetzt öffnen wir erstmal die Schwingtür und gehen in die Küche, soweit ich weiß. Genau. Nehmen uns die Gabel hier. Und nehmen uns den Kaffee. Wir brauchen ja den Kaffee, um Fred Edison, etwa der Schlagzufuzziff oben, Edison in den Schlaf zu wiegen. Okay, aber wir gucken mal in die nächste Tür. Das hier ist auf jeden Fall die Küche. Obwohl das aussieht schon wie ein kleines Diner. Und hier ist die Waschküche. Ein Trichter, den können wir auf jeden Fall nehmen und brauchen. Waschmaschine brauchen wir nicht. Brauchen wir den Trockner? Da ist nichts zum Trocknen drin. Nö. Man wirft hier 50er in den Trockner. Okay, hier bräuchten wir auch wieder Geld. Waschmaschine? Sieht kaputt aus. Ist kaputt. Den Trockner werden wir später aber brauchen. Was haben wir hier? Ach ja, dadurch, dass ich das Spiel nochmal neu starten musste, kommt das mit dem Smaragd nochmal. Gut. Was ich aber kurz machen will, ist mal schnell das Spiel speichern. LP01. Und dann machen wir weiter. Also, gut, weiter durch die Schwingtür. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch. Letzte Nacht. Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Okay. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Ameche? Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Ameche? Oder das Ameche? Ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charlie Chaplin. Möchtest du eine Zigarre? Okay. Er und Charlie Chaplin, dafür ist er etwas zu dick. Tut mir leid, meine Mutter hat mir das Rauchen verboten. Nein, klar, geben Sie mir eine von diesen Havanna-Babys. Geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Ja, du hattest recht. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Na, der hat aber recht. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Ja, okay. Wir brauchen aber seine Pistole. Die können wir allerdings nicht einfach mitnehmen. Hände weg! Das ist ein ganz tolles Präzisionsgerät. Ja, ein Feuerzeug. Zu abschreckendem Partymüll. Ekelhaft. Ja, der ist ekelhaft. Und dort ist noch ein Gebiss, klappernde Zähne. Springender kleiner Dussel. Ja, wir können uns das... Sind alle weg. Ja, wir können uns den hier versuchen zu schnappen. Oder wir treiben ihn einfach irgendwo hin. Genau. Wir müssen ihn nämlich
Nein, nicht daran vorbei. Genau, da reintreiben. Dafür war der... Dafür war der Schacht gedacht. Hoffentlich bist du noch da drin. Genau. Jetzt können wir nämlich das Gebiss aufsammeln. Und uns weiter umsehen. So, und durch diese Türen hier kommen wir wieder in den Eingangsbereich und können die Plastikkotze mitnehmen. Ich glaube, das ist unecht. Ja, das ist Plastikkotze. So, öffnen wir die Tür mal und gehen mal raus. Hier haben wir nämlich zum einen ein Vogelbad. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Und Ted, toter Cousin Ted. Hey, Ted. Gespräche ich wie immer, was, Ted? Junge, ich habe dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Junge, ich habe dich seit 5 Jahren nicht gesehen. Oh. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Junge, ich wünschte, ich hätte so wenig Gehirn wie du. Purpur-Tentakel übernimmt wahrscheinlich gerade die Welt. Purpur-Tentakel übernimmt wahrscheinlich gerade die Welt. Ja, also viel können wir nicht sagen. Wir müssen zurück ins Gestern, um die Matschmaschine auszuschalten. Wir müssen zurück ins Gestern, um die Matschmaschine auszuschalten. Du hast dich nicht verändert. Du hast dich nicht verändert. Du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Weißt du, du bist ein bisschen wie mein Freund Hoagie. Er ist Rody bei einer Heavy Metal Band. Du könntest mit ihn mit einer Bowlingkugel schlagen, ohne dass es ihn stören würde. Er kann wegtreten, ohne etwas fallen zu lassen. Ihr beide habt eine Menge gemeinsam. Er kann wegtreten, ohne etwas fallen zu lassen. Na super. Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Okay, also mit der Mumie können wir schöne Gespräche führen. Auch wenn sie uns nichts zu sagen hat. Wir können den Briefkasten mal öffnen. Er ist leer. Und da drin ist nichts. Und den Parkplatz anschauen. Oh, ein Dieb. Wasch mich. Wir können mit dem Dieb reden, der gerade versucht, unser Auto zu knacken. Oder ein Auto. Und wir können uns das Wasser anschauen. Welch schönes, klares Wasser. Also hier hinten gibt's nichts zu tun. Hallo, Kumpel. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Nette Brechstange. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Was machst du da? Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du dich ausgesperrt hast? Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Bis später. Ja. Also, wir müssen auf jeden Fall die Schlüssel finden. Wenn ich mich nur erinnere, wo die waren. Na gut, jetzt gehen wir erst einmal noch ins Office rein. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Ja. Gut. Wir können in die Kamera lächeln. Immer darauf achten, richtig im Bild zu stehen. Genau. Das Telefon bringt uns nichts, aber wir können einmal hier die Schublade öffnen. Und den Tippex nehmen. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Und wir können das... Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Sparbuch nehmen. Schweizer Sparbuch. Ha, Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Das war nicht nett, Bernhard, aber wir haben den Safe. Der Safe ist geschlossen.